Die Bundespolizei hat am Mittag mehrere Sicherheitsbereiche am Frankfurter Flughafen für knapp 3 Stunden geräumt. Mittlerweile sind alle Bereiche wieder freigegeben. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, musste sie das Boarding für den Einsatz stoppen. Mittlerweile ist klar, dass eine französische Familie den Alarm ausgelöst hat. Die Bundespolizei bestätigte, dass eine Sicherheitsassistentin die Familie trotz positivem Sprengstofftest in den Sicherheitsbereich gelassen hatte. Deshalb musste die Familie befragt werden, sie darf aber weiterreisen. Aufgrund der Sperrung müssen tausende Passagiere mit Verspätungen und Ausfällen am Frankfurter Flughafen rechnen.